Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Custom Tracks. Nach Sonic werde ich jetzt heute einen weiteren Lieblingscharakter meiner Videospiellaufbahn nehmen. Ihr habt den schon gesehen und ist klar, dass er drankommt. Banjo, der hiesige Puzzleteilsammler. Alter Rare-Veteran, was nehmen wir heute für ein Kart? Was darf's denn sein? Was hättest du gerne? Gibt's was Spannendes? Das Minecart. Komm, wir nehmen das Minecart. Und die Reifen? Ja, da könnten wir auch mal was... Nimm mal die Gürkchen, die ich schon gesehen hatte. Da, Gürkchenreifen. Ein Minecraft-Minecart betrieben von Gürkchenreifen. Warum denn auch nicht? So, der Kleiter. Nehmen wir den Scorcrow. Das Pokémon ist die Entwicklung von Scorklar und der wird uns durch die Lüfte begleiten. Alle Strecken, die wir heute sehen werden, sind Custom Tracks und zeigen Strecken früher Mario Kart Spiele, die nicht in Mario Kart 8 umgesetzt wurden. Ob sie in anderen Spielen wieder dran kamen? Ja, ich habe mir schon mal vorsorglich Notizen gemacht. Denn hier steht Kumu-Weide. Ja, das sieht ein bisschen buggy aus. Es handelt sich aber um das SNES Bowser's Castle 2. Das wurde noch nicht wieder neu umgesetzt, ne? Natürlich bis auf den GBA-Teil. Mario Kart Super Circuit. Hallo, Shadow. Mario Kart Super Circuit wurde jede SNES-Strecke nochmal eingepflanzt. So, Banjo, wie geht's dir? Ich glaube, ihm geht's ganz gut mit seinem Rare-Rucksack. Leider ist kein Kazooie dabei. Ja, ganz wie in Diddy Kong Racing anno danomals. Banjo keineswegs Racing unerfahren, um Himmels Willen. Ne? Er ist eigentlich ein insgeheimer Racing-Fanatiker. Das ist ein großes Hobby neben dem Collector von Noten und Puzzleteile und Honigwaben sammeln. Ups, wie gesagt, Debüt. Das hat noch geklappt, aber das nicht. Geh baden, Warmbadetag. Die Musik, ja, wurde wohl nicht editiert. Schaut ein bisschen creepy. Die Musik wurde nicht editiert. Okay, okay, ist die Kumu-Farm. Ich sehe das. Hier und da. Kommt halt von verschiedenen warum? Von verschiedenen Leuten, die Custom Tracks erstellen. Da habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt. Debüt in Diddy Kong Racing, dann gab es einen Banjo Funracer auf dem Game Boy Advance, tatsächlich. Banjo Pilot, habe ich in einem Video schon mal gezeigt, vor vielen Jahren. Oh, man muss es sagen, die Custom-Strecke ist jetzt vergleichsweise schwach, also ich bin jetzt schon ein paar Mal durch den Boden gefallen, der hier ohnehin zittert und so. Ich kann es nicht besser, sagen wir es wie es ist, ich kann es nicht besser, aber ich urteile trotzdem. Oh, hier kann man fliegen. Interessante Mische. SNES Bowser's Castle 2. Und wie bereits erwähnt, ist Banjo mitgefahren auf der Xbox 360-Version von Sonic & Sega All-Stars Racing. Mhm. Und naja, was soll ich sagen? Banjo-Kazooie Schraube locker. Ist ja auch mehr ein Rennspiel als ein Jump'n'Run. Ja, ist so, ist so. Also im Grunde hat Banjo mehr gefunraced, als er gejump'n'runnt hat. Da ist er der richtige Bär hierfür, ne? Der richtige Bär. Kazooie war bei Diddy Kong Racing noch nicht dabei. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass Kazooie sich melden würde aus dem Rucksack heraus. Wenn sie da drin wäre. Die können sich nicht zurückhalten. Ich starr an deine Seele. Alles klar. Und eure kritische Meinung zum... Oh, aber guck mal, da auf dem Profilbild oben, da sind Banjo und Kazooie mit Sonnenbrillen. Aus der Ending-Scene aus Banjo-Kazooie, wo die am Ende am Strand sitzen, haben sie ihre Sonnenbrillen auf und schlürfen Melonen etc. Das kennen auch einige, den Dino-Dino-Dschungel. Das sieht ein bisschen cel-shading aus. Okay. Der ist vom GameCube, Mario Kart Double Dash, aber der wurde schon oft wieder neu gebracht. Ne? Bei Mario Kart 7 auf dem 3DS, da war der Dino-Dino-Dschungel wieder dabei. Aber auch bei Mario Kart Tour. Ja, Smartphone, iOS und Android mit Dino-Dino-Dschungel. Ist beliebt, ne? Mögt ihr den Dino-Dino-Dschungel? Ich fand den schon immer ganz solide. Ich glaube, der Dino fehlt.
Gehen wir hier lang. Das erinnert mich aber stark an meine Mario Kart-Tour-Zeiten. 50 Parts Let's Play Mario Kart-Tour. Und die versorgen das Spiel immer noch mit Updates, neuen Skins, nenne ich es mal. Fahrer kann man es ja nicht mal bezeichnen. Und sogar neue Strecken, habe ich vernommen. Es gibt neue Strecken bei Mario Kart Tour. Die wollen Anreize schaffen, dass ihr das wieder spielt. Ich hatte aber mal Rezensionen gelesen auf Google von diesen Casual Gamern. Ja. Will ich gar nicht Gamer bezeichnen. Gelegenheitsspieler würde ich es eher sagen. Ja, die dann schreiben unter Mario Kart 8 Deluxe, boah, voll toll. Ich kenne ja Mario Kart sonst nur vom Handy, aber die Switch-Version ist um Längen besser. Und ich denke mir so, oh, ja, kluges Kerlchen, du. Das ist ja ein Ding. Wer hätte es gedacht, ne, dass die Switch-Version mithalten kann mit Mario Kart Tour. Ah, solche Leute. Aber okay, hoffentlich spricht sich's weiter rum. Kann ich jetzt hier lang? Uah. Jetzt keinen Stunt hinbekommen. Bin halt aufgeregt, ne? Ja, also ich finde gut, es sieht ein bisschen Cell-Shading aus. Man könnte auch sagen, billige Polygone und Texturen, aber ich finde, es passt eigentlich. Unsere Augen haben sich schon dran gewöhnt, oder? Es passt zu dem ganzen Flair mit den Bergen, mit den Rissen. Natürlich fehlen hier Sachen. Lebendige Elemente, wie die Geysire. Die sprudeln nicht. Oder der Dino. Aber ich finde, ja, ist trotzdem ganz gut gelungen. Wo leider weg von perfekt. Aber wenn ich hier mit einem Bär in einem Minecart mit Gürkchenreifen vorankomme, dann passt's. Es gibt doch die Möglichkeit, ne? Die Mario Kart Tour Charaktere werden auch am laufenden Band mit Mods in Mario Kart 8 implementiert, damit man auch mit Lederhosen-Luigi spielen kann. Den sollte ich vielleicht mal installieren, ich brauche den. Der ist mir lieber. Lieber Lederhosen als Mario Strikers Charge Football. Fantastisches Spiel, ne? Sind wir uns einig. Aber Lederhosen-Luigi, der wäre es wert. Ne? Da würde ich reingrinden. Wunderbar. Die Hälfte haben wir. Und das ist, lasst mich grübeln. Kenn ich. Das ist Mario Circuit, aber aus welchem Teil ist das? Das ist nicht der GameCube-Teil, natürlich nicht N64, nicht GBA. Das ist nicht DS, das ist der Wii-Teil aus Mario Kart Wii. Und ich glaube, der wurde nirgendwo neu aufgelegt bis hierhin. Ja, ja, in Mario Kart Wii gab es die GameCube-Mario-Piste, die wurde neu aufgelegt. Und die Wii-Mario-Piste ähnelt ihr. Also sind teils die gleichen Assets und Elemente wie diese Pflanzen und so. Ja, da haben wir es nochmal. Der Powerblock. Wie bitte? Sword! Wo kommt das denn her? Das klingt wie irgendwie Tekken, Mortal Kombat, weiß der Teufel. Shoryuken! Das passt. Guck mal, ein Bild für die Götter, oder? Ein Bild für die Götter. Ja, und Banjo-Kazooie, ne? Banjo-Kazooie-Interessierte sind auf meinem Kanal auch genau richtig, ne? Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie schon dreimal Let's Play. Ich kann's einfach nicht lassen. Auch schon mehrmals gestreamt. Let's Play 100% für Banjo-Kazooie Crunties Rache. Banjo-Kazooie Schraube locker konnte ich mir nur 7-8 Parts geben. Ist halt zu großer Unterschied. Aber auch Hacks wie Banjo Dreamy oder Banjo-Kazooie Stay at Home. Let's Plays auf meinem Kanal vorhanden. Die meisten wissen es, ich erwähne es vollständigkeitshalber dazu. Auf Twitch hatten wir auch Banjo-Kazooie Jiggies of Time gespielt und ich wünsche mir mehr von Bär und Vogel. Liebenswertes Genre. Und Franchise. Das sieht aber, das Schloss sieht sehr, also die Texturen von den Steinen, das wirkt sehr dunkel. Das erinnert mich an diesen Nintendo On Trailer. Kennt ihr Nintendo On? Wahrscheinlich nicht. Zu GameCube-Zeiten hatte einer ein Fake über den GameCube-Nachfolger
einen Trailer gefaked und zu den Zeiten hat man denen das noch abgekauft, das ist ein hartes Wort, ne? Er hat sich relativ schnell gemeldet und hat gesagt, es ist fake. Nintendo On war halt so eine Art Helm, die man sich aufsetzt und dann Virtual Reality quasi rumläuft und dann bewegt sich im Spiel der Mario oder Luigi oder sonst wer. Oh, die sind mir ein bisschen auf den Fersen. Ja, keine Ahnung, diese dunkleren Backsteine da am Peach-Schloss, das erinnert mich ein bisschen daran. Weil jetzt wahrscheinlich der Einzige, der an genau das denken musste. Und hier ist die Vorschau direkt weggeskippt, manchmal vielleicht besser. Eine Wüste. Das ist die glühheiße Wüste aus dem DS-Teil, richtig. Oh, die ist verdammt laut. Was ist denn hier los? Okay, ich werde es euch leiser stellen. Für euch editiere ich das im Schneidprogramm, aber ich weiß nicht, was ihr jetzt. Das Ohr ist ein bisschen explodiert. DS-glühheiße Wüste. Moment, die gibt's aber auch auf der Wii. Ja. Wenn ich mich nicht vertue. Und das ist auch wieder so das Ding. Wurde zwar diese Strecke nachgebaut für die Wii-Version, aber dann hat die Wii-Version. Was? Dann hat die Wii-Version eine ähnliche neue Strecke wieder auf die Beine gestellt. Das war nicht glühheiße Wüste, sondern die staubtrockene Wüste, war das so? Es gab die staubtrockenen Ruinen. Das Ganze hier basiert so ein bisschen auf Super Mario Bros. 3. Wenn man diese Blockpyramide da gesehen hat. Oder im Hintergrund sieht man ganz eindeutig diese Blöcke. Ja, das musst du auch erstmal in HD nachbauen, ne? Und Banjo übrigens, die Bewegung, wenn ich gerade so die Moves gesehen habe, sind von Donkey Kong. Donkey Kong als Fahrer. Hier sieht man es auch mit diesen roten oder leicht rosanen Blöcken. Die stammen aus... So, ihr habt Probleme, ja? Ihr fahrt auf dem Sand. Ja, da tut mir schon leid, meine Freunde. Freunde der Sonne. Auch das ganz gut gelungen. Ja, es ist halt schwierig mit so HD-Texturen, ne, das vernünftig hinzukriegen. Da will ich jetzt gar nicht meckern. Das ist sie, die glühheiße Wüste. To that note, das ist Absicht, dass die Itemboxen... Immer wieder. Dass die Itemboxen da irgendwie halb im Boden stecken. Vielleicht ist es Absicht. Aber auch nur vielleicht. Na, 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 na. Das war eine locker flockige Runde für Bär und Vogel ohne Vogel. Vielleicht ist Kazooie auch im Rucksack erstickt. Man weiß es nicht genau. Er guckt ja nicht nach. Das war auf jeden Fall dieser Cup. Ja, die Parts sind hier ein bisschen kürzer. Nur keine Eile. Der nächste kommt bestimmt. 3 Sterne, Jawolski. Im nächsten Part dann wieder mit neuen Strecken. So sieht's aus. Schaltet wieder ein, ist der Daumen oben, werd ich euch loben und bis dann und ciao!